Seht dort, das sind Leprakranke, dort drüben. Lepra, alle müssen von der Straße runter, Leprakranke. Sie das Wasser nicht an, Sie vergiften es ja. Der Kassierer ist durch die Hintertür getürmt. Soll ich ihn holen? Das kannst du mir überlassen. Ihr sollt nur den Zelt ausräumen und losreiten. Fertig?
Die holen uns ein, bevor wir in den Bergen sind. Wir halten getrennt. Ja, ich glaube, du hast recht. Und im Versteck treffen wir uns dann wieder. Okay, Boss, im Versteck treffen wir uns. Hey, warte! Bin getroffen! Blackie! 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 Sag mir, wohin der Rest der Bande geritten ist, und du wirst nicht gehängt. Das sollte genügen. Davon bin ich nicht überzeugt. Das Feuer nicht so an, Zocker. Sogar nur ein bisschen Rauch sieht man meilenweit. Mir kann es egal sein, wenn man es sieht. Ich bin halb erfroren, seitdem wir das Ding gedreht haben. Was soll's, mein Freund? Das Feuer erlischt, Hank. Warum gehen wir nicht neues Holz holen? Nicht mit mir, Kate. Ich will nur meinen Teil haben von der Beute und sonst nichts. Ach so. Man musste erst mal die Ratte finden, die uns beklaut hat. Drum werden wir einfach auf Blackie warten. Der wird's rauskriegen, wer es genommen hat. Ich kenne keinen Indianer, der den Mund aufmacht. Es sei denn, dass er gerade etwas essen will. Was meinst du, was er denkt? Ach, der ist doch blöd. Ach, ich frag mich, wo Blackie nur abgeblieben ist. Ziemlich kalt, nicht wahr? Los, holt das Geld heraus. Es wird schon warm werden, wenn wir jetzt unsere Anteile auszahlen. Von welchen Anteilen sprichst du denn? Wir wollen teilen. Oder willst du deinen Anteil nicht haben? Augenblick mal, Blackie. Ja? Zocker meint, dass es keine Anteile gibt, weil kein Geld da ist. Ist denn keiner hier, der erzählen kann, wo es geblieben ist? Hör jetzt auf mit der blöden Gitarre! Was ist denn mit euch los, hä? Ja, so ist das nun mal, Blackie. Während wir uns fertig gemacht haben, um abzuhauen, und einer von uns dran glauben musste, hat sich einer von uns das Geld unter den Nagel gerissen. Machen wir, dass sie hier rauskommen. Nein, ich sag nein. Wir müssen warten. Ja Gott, auf was? Weil die anderen jeden Augenblick hier sein werden. Weil wir davon überzeugt sind, dass wir das Geld haben. Es ist wie Blackie sagt. Wir müssen alle zusammen weg. Ah, das Geld ist wohl wichtiger als Mann. Was soll's? Blackie ist der Meinung. Gib her. Los. Jetzt mal. Die Männer werden uns schon irgendwo finden. Das ist wohl ein schlechter Witz. Wo ist das Geld, Kate? Das ist kein Witz, Blackie. 100.000 sind zum Teufel. Irgendjemand hat sich einen Scherz erlaubt. Aber das hört sich jetzt auf. Also wer war's? Ein ganz großer Witz. Aber Kate hat sich wieder mal geirrt. Wenn sie meint, dass das Geld in einem der Säcke war, die wir mitnahmen. 5 davon haben wir mitgenommen. Jeder mit 100.000 gefüllt. Macht eine 500.000.
Meine Herren, unglücklicherweise haben wir keinen Erfolg gehabt, aber morgen werden wir es wieder versuchen und wir hoffen, dass wir irgendeine Spur finden werden. Warum bis morgen warten? Im Dunkeln finden wir sie doch nicht. Aber regt euch nicht auf, Herrschaften. Morgen werden wir jeden Zentimeter des Geländes durchkämmen. Wohl besser, wir warten bis morgen. Also hört mal einen Augenblick zu, Leute. Ich hätte euch da einen Vorschlag zu unterbreiten. Wie lautet er? Hört mal, Leute. Eine anonyme Person hat mich beauftragt, euch mitzuteilen, dass sie die Banditen umlegt und das Geld zurückbringt. Und wer sind Sie? Das ist ja wohl nicht so wichtig. Hier geht es in erster Linie um die Sache. Und das ist das Geld. Dieser Mann wird es euch zurückbringen. Und wie viel verlangt er dafür? $10,000. Schönes Geld. Das heißt Belohnung. Nicht so viel, wenn man es mit einer 500.000 vergleicht. Also denkt darüber nach. Er sagt, er möchte eure Antwort bis morgen früh haben. Das wäre soweit alles, meine Herren. Trotzdem war ich von dem Vorschlag, den er gemacht hat, genauso überrascht, wie Sie es sind. Lasst uns jetzt zur Wahl übergehen. Alle Männer, die dafür sind, bitte ich, die Hand hochzuheben und so ihre Stimme abzugeben. Wir nehmen das Angebot an. Sagt eurem Mann, dass wir willens sind zu zahlen, aber nur unter gewissen Bedingungen. Unter welchen? Zunächst machen Sie mir einmal klar, dass er nicht der einzige Mann in dem Geschäft ist. Nehmen wir mal an, er tötet die ganze Bande. Aber einer unserer Leute findet das Geld und bringt es zurück. In diesem Fall bekommt er natürlich gar nichts. In Ordnung. Also sind wir uns einig. Aber wir haben uns verstanden. Er darf in keiner Weise die Arbeit unseres Mannes behindern. Ich werde ihm das alles berichten. Es wird schon klar gehen. Aber da wäre noch etwas, meine Herren. Worum geht's? Der Mann sagt, es könne ihm passieren, getötet zu werden. In diesem Falle wünscht er, dass das Geld jemand anders bekommt. Sein Mädchen? Nein, seine Mutter. Morgen früh komme ich wieder und werde euch die Adresse geben. Ich glaube, das wär's, meine Herren. Wir sehen uns dann morgen. Ich hasse diese verfluchte Warterei. Wir auch. Geh schlafen. Ja, ich denke, es ist das Beste, was man tun kann. Auf jeden Fall steht uns morgen ein harter Tag bevor. Wieso? Der Sheriff wird die Hügel absuchen. Dieser Platz ist leicht zu finden. Wo gehen wir hin, Blackie? Dorthin, wo sie uns nicht vermuten werden. An einem Ort, wo wir die ganze Angelegenheit in Ruhe abwarten können. Ins Ghost Valley. Am Channon River. Dort sind wir in Sicherheit. Augenblick mal. Was ist denn los, Zocker? Deine Überlegungen sind falsch. Du vergisst, dass ich mal Colonel war. Jetzt bist du ein Colonel mit viel Geld. Wir sind doch sieben, nicht wahr? Also werden wir getrennt reiten, wenn er nicht wollt, dass wir im nächsten Ort dem Sheriff und seinen Leuten in die Hände fallen. Ich will nicht, dass einer alleine geht. Es wäre unklug, einen Schuldigen alleine in die Wüste hinauszuschicken. Der vergräbt vielleicht das Geld und was dann? Ja, du hast recht. Nein, kriegen wir schon. Mach dir keine Sorgen. Kate Oll und ich, wir werden direkt ins Ghost Valley reiten. Hank, du gehst mit Jones. Zocker und Navajo werden nachkommen. Ich gehe allein. Hör den Indianer. Der reitet immer allein. Mir ist das egal, ob er alleine reitet. Er kommt nicht weit. Wer sagt, dass wir uns auf der Poststation in Sicherheit befinden? Warum? Kein Vertrauen? Gut, ich gehe. Aber meiner Meinung nach sollte diese stinkende Rothaut nicht immer alleine reiten. Ah! Nenn mich Navajo. Navajo! Du bist nichts als eine stinkende Rothaut. Ah! Genug, Navajo. Hank, schau dir an, was passiert ist. Scheißkerl! Du hast mir das Handgelenk gebrochen. Dafür sollst du mir büßen, du Indianer. Also, sind wir uns einig? Ja, Jungs. Aber hier friert man sich langsam zu Tode. Legt noch Holz aufs Feuer. Wer hält Wache heute Nacht? Machen wir es so angenehm wie möglich. Die Jungs sollen immer zur Zweitwache schieben. Teilt sie so ein, dass der eine auf den anderen aufpassen kann.
Navajo, du wirst mit mir aufbleiben. Alles klar? Alles klar. Hey, Blackie, nun komm schon. Ach, lass mich doch schlafen. Blackie, sei ein bisschen lieb zu mir. Ich bin so fertig. Dieser Ritt heute hat mir den Rest gegeben. Ich möchte, dass du ein bisschen lieb zu mir bist. Komm, gehen wir nach draußen. Komm, Kate, komm, lass mich doch. Ich will ja nur bei dir sein. Jeder weiß, was für ein Mann du bist. Ich bin nur eine ängstliche kleine Frau. Ich habe immer Angst. Kate, na komm schon. Aber essen, solange es heiß ist. Danke. Der Kutscher kann jeden Augenblick hier sein. Also mach voran, bevor die Suppe kalt wird. Die Zeit läuft, Eliana. Jetzt kann die Kutsche jeden Augenblick da sein. Ich habe ein paar Fladen gebacken. Nein, danke, ich glaube, ich kann gar nicht essen. Ach, das sagt den jungen Leute immer. Bist du sicher, das Richtige zu tun? Ja, ich fahre. Ich möchte in der Stadt leben. Ich werde heiraten. Vom Alleinsein habe ich die Nase voll. Ich würde mich nicht darüber aufregen. Du bist ein nettes Mädchen. Hast du den gesehen, der da drüben sitzt? Vielleicht wartet er gerade darauf, dich kennenzulernen. Ich werde dich schnell begrüßen. Macht's Ihnen was aus, wenn ich Ihnen Gesellschaft leiste? Nein, im Gegenteil. Bitte, setzen Sie sich doch. Ach, warten Sie auf die Kutsche? Ja, ich fahre weg. Ah, da werden wir eine Weile zusammen sein. Da bin ich aber froh. Sie sind aber nicht lange hier gewesen. Nein, ich kam gestern. Bin nur auf der Durchreise. Ja, gestern Nacht. Ich habe Sie gesehen. Ich erinnere mich. Ich habe hier gearbeitet. Aber nun ist Schluss. Ja, so ist das Leben. Sie sind doch Sängerin, nicht wahr? Ich habe kein Talent. Nicht ein bisschen. Und trinken kann ich mit den Kunden auch nicht. Ich werde immer gleich blau. Dann sehe ich die ganze Welt vor mir schwanken, wie ein Korken auf dem Wasser schwimmt. Ich habe Wilhelm diesen Kuchen weggenommen. Er hat ihn schon fast aufgegessen. Aber die Stücke habe ich gerettet. Ich werde mit Ihnen teilen. Nein, danke. Kommen Sie, meine Herrschaften, die Kutsche ist da. Hey, wir haben es wieder mal geschafft. Na, ein bisschen frische Luft gefällig. Ein Wetter haben wir heute wieder. Und jetzt will ich dir zeigen, was wir alles an Bord haben. Eins, zwei. Einer fehlt, Vako.
Wie wäre es mit diesem? Albert, lad sie alle in die Kutsche. Geh ins Haus, Kate. Gehört Ihnen dieses Haus? Ja. Keine falsche Bewegung. Ich warne Sie. Ich weiß was Besseres. Wir brauchen sie. Wir benötigen jemanden für die Küche. Vergiss nicht, ich bin eine Dame, ich koche nicht. Und willst du das tun? Na, was ist? Es geht darum, dass ich eine Aushilfe in der Küche brauche. Ich schaffe es nicht alleine. Wie wär's denn mit dem Jungen? Der würde doch gut in die Küche passen. Der zittert so schön. Ich glaube, er ist es nicht gewöhnt, Teller und Platten abzutrocknen, ohne sie zu zerbrechen. Seht ihn euch an. Ich schenke dir den Jungen. Aber das ist nicht alles. Ich und meine Partner wollen in Ruhe gelassen werden. Und diese Mädchen da sollen gefälligst verschwinden, bis man sie rufen wird. Verstanden? Jetzt macht, dass ihr rauskommt. Schnell. Und du holst mir was zu trinken. Kate? Schau mal nach, ob Albert mit dem Verladen fertig ist. Hinaus, du. Welchen Namen hörst du? Mein Name ist nicht wichtig. Du bist etwas starkköpfig und klug bist du auch nicht. Also antworte. Mein Name ist Bill. Sag Sir. Ja, Sir. Also Bill, ich will, dass du eines von Anfang an begreifst. Du hörst nur auf das, was ich dir zu sagen habe. Jedenfalls sollten Sie wissen, dass ich nicht gewohnt bin, in Küchenjungen zu spielen. Ich bin eigentlich... Jetzt bist du nichts und weißt von nichts und hörst auch schlecht. Falls du etwas länger leben willst. Du weißt Bescheid. Du hast ja Angst wie ein Kaninchen. Jawohl, Sie haben recht. Ich weiß von nichts, ich sehe nichts und höre nichts. Machen Sie sich keine Sorgen, ich hab's kapiert. Und sage Sir. Jawohl, Sir. Du bist nicht der Schlechteste. Ich habe einen Burschen gern, der sich fügt. Her, du Lappenfritze. Ich will, dass ihr alles kennst. Jawohl, Sir. Habt ihr es alle gehört? Die Magd sagt zu mir, jawohl, Sir. Lass das sein. Wir haben wichtigere Dinge zu besprechen als das. Ich stelle mir vor, wie schön das sein wird, wenn die anderen herkommen. Ich möchte gern zusehen, wenn ihr euch gegenseitig zerfleischt. Mich wird ja wohl keiner verdächtigen. Und weshalb nicht? Der das Geld genommen hat, steckte unter einer Kapuze. Währenddessen stand ich am anderen Ende der Stadt für euch Schmiere. Ich glaube, sie hat recht. Kate kann es nicht gewesen sein. Und falls sie eine Kapuze trug? Was sagst du da, Blackie? Du hättest sie dir mit Leichtigkeit besorgen können. Du weißt ja nicht, was du da sagst. Ich hatte ja gar keine Möglichkeit, die schweren Säcke fortzuschaffen. Dazu bin ich ja viel zu schwach. Hört ihr das? Sie ist nur eine schwache Frau.
Aber die Männer an der Nase rumführen, das kann sie. Den armen Albert in so einen Zustand zu versetzen. Blackie, das war nicht nett von dir. Beeil dich, du Scheißkerl. Ich will sehen, wie lange du brauchst, um den Boden zu wischen. Hey, nach der Zeit, ich habe nur gescherzt. Schau ihn dir an. Da ist doch was, nicht? Könnte doch dein Fall sein, Kid. Genug jetzt. Ängstigen wir ihn nicht zu Tode. Sonst musst du noch die Teller abspülen, Albert. Das könnte euch so passen. Los, scher dich in die Küche. Ja, ja, ja. Hey, du. Sag deinem Boss, er soll da reinkommen. Ja, ja. Sie haben mich rufen lassen. Ja, Fettsau. Mein Name ist William, verstehen Sie? Ich nenne dich Fettsau, weil du so fett bist. Stört es dich? Nein, Sir. Das klingt schon besser. Wann kommt die nächste Kutsche hier vorbei? Die ist in 6 Tagen fällig, Sir. Das ist ja prima. Genau das brauchen wir. Halte noch 3 Extraplätze frei. Wir warten noch ein paar Leute. Ja, Sir. Hör mit dem Ja, Sir, auf und ich lasse dir die Kehle durchschneiden. Weshalb bist du in Schwarz gekleidet? Jemand ist gerade gestorben. Jemand ist gerade gestorben, Sir. Jemand ist gerade gestorben, Sir. Wer war es? Gladys, meine Frau. Sie wurde ermordet, hinterrücks erschossen. Deine Frau, war sie nicht fett und alt? Ich glaube, ich weiß, wer sie erschossen hat. Mach dir nichts draus. Hab dir einen Gefallen getan. Raus jetzt. Was ist denn los mit dir, Albert? Nichts, ich habe nur gedacht, ich höre ein Pferd. Du hast es wirklich gehört, oder glaubst du an Gespenster? Na, ich wette, ihr habt angefangen, euch Sorgen zu machen. Stimmt's, Blackie? Ah, du bist der Erste, der erscheint. Aha. Na, ein ganz hübscher Laden hier, nicht wahr? Das ist ein richtiger Puff hier, Zocker. Eine Schande, die Zeit zu vertrödeln. Ich hole dir ein Mädchen runter. Wieso bin ich der Erste? Ich weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl, heute Nacht werden sie kommen. Bis jetzt sind nur wir 4 eingetroffen. Es ist ein schöner Ort, den du ausgesucht hast. Du hättest ein ausgezeichneter Taktiker werden können. Du hast gute Augen. Aha. Der Ort stimmt und ist nett. Wirklich nett. Falls dir in der Ansicht eines Ex-Kolonel was liegt. Ja, ich wusste, das würde dir gefallen. Ich kenne die Gegend schon lange. Es gibt nichts Besseres hier. Ja, das Versteck ist prima. So leicht wird man uns hier nicht finden. Ich frage mich nur, ob wir herausfinden werden, wer von uns der Betrüger ist und wo die Beute jetzt steckt. Das macht dir Sorgen? Den räuchern wir schon aus. Die Sache überlassen ruhig mir, Colonel. Er wird sich schon selbst verraten. Blackie. Klar, er muss nur einen falschen Schritt machen. Und das dauert nicht lange. Ich möchte, dass Sie wissen, dass es mir wirklich leid tut.
Das Leben bedeutet überhaupt nichts. Ein Mensch ist doch so billig. Ich bin sicher, dass wir allen gleichgültig sind. Nichts bedeutet etwas. Du wirst mir helfen müssen. Es sieht aus, als müssten wir diese Hyänen da drin füttern. Vergessen Sie nicht, dass diejenigen, die das getan haben, eines Tages dafür gerichtet werden. Gladys, sie war die Einzige, die zählte. Ich kann die Art, wie sie gestorben ist, nicht überwinden. Wir sollten anfangen. Ja, Sir. Soll ich aufschneiden? Nein. Ich glaube, am besten schneide ich. Du schaust zu, während ich schneide. Tu es für mich, Bill. Ich kann es nicht. Was ist denn mit dir los? Ich habe Angst. Wer von uns hat keine Angst? Und? Was haben die getan, bis diese Kerle hier hereinkamen? Das Einzige, was wir tun sollten, ist, dass wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Für mich sind die Fremden alles neue Kunden. Ich werde meine Preise erhöhen. Sie werden schon bezahlen. Du hattest einmal ein Herz, Jenny. Wie kannst du je vergessen, was sie Gladys angetan haben? Ja, das ist traurig. Sie war gar nicht mal so übel. Aber haben wir jemals gesehen, wie viel Geld Gladys bekam? Wie dem auch sei, heute Abend werden wir direkt bezahlt werden. Das klingt gut. Kommst du mit? Ich glaube, du hast recht. Wir werden einfach das tun, was man von uns erwartet. Ich vermisse Musik, mehr Mädchen, eine Menge zu essen, viel zu trinken. Aber wir haben keine Musik. Soll Zocker Gitarre spielen? Es sieht aus, als habe er was Besseres zu tun. Du bist wohl neidisch, was? Wie du siehst, habe ich beide Hände voll zu tun. Mein kleines Rotkäppchen, was machst du, wenn du nicht gerade vom Wolf wegrennst? Ich weiß nicht. Kannst du Klavier spielen? Etwas, aber es klingt nicht schön. Wer hätte das gedacht, dass wir ein solches Glück haben würden? Ist wirklich gut, dass wir nicht umgelegt haben. Er wird uns etwas aufhalten. Ja, ja. Ich muss dich doch nicht zweimal bitten, mein Freund. Schön, aber es klingt nicht gut. Du spielst so, wie du kannst. Aber spiele und sieh zu, dass du uns noch fröhliche Lieder spielst, sonst wirst du den Morgen nicht erleben. Und jetzt los! Die Party beginnt! Die Jungen sind lustig, was? Lass sie doch. Das Killen wird morgen vor Sonnenaufgang beginnen. Du hast also wieder mal was vor. Das wird die Aufteilung vereinfachen. Welches ist dein Zimmer? Das mit dem schönen, harten Bett, dem großen Weichen. Soll ich hinkommen? Ich bin eine Menge geritten heute. Und ich will dir nicht verheimlichen, wie fertig ich bin. Weißt du, was man in Louisiana sagt? Ein gutes Weib ist eine gute Medizin. Willkommen, Muchachos. Da ist noch ein Mädchen, das frei ist. Komm und tanz mit ihr. Sie ist in Ordnung. Pass auf deinen Jungs. Spül den Staub herunter. Setzen wir uns hierher. Warum geht es hier so hoch her? Habt ihr das Geld? Nur, oder ist es zu früh?
Albert und Zocker amüsieren sich ein bisschen, das ist alles. Nur wenn Navajo nicht gekommen ist, kannst du nicht behaupten, er habe es genommen. Wir werden eben auf ihn warten. Du redest zu viel. Wir sollten ja hier kommen, um die Sache zu bereinigen. Aber nicht deswegen, um uns zu amüsieren. Wo ist Navajo? Wer versteht schon die Indianer? Und ihr beiden? Warum kommt ihr so spät? Weil wir den Wüstenpfad eingeschlagen haben. Wir hofften, dem Sheriff auf diese Weise zu entgehen. Nun, war das nicht vernünftig? Ich glaube doch. Wie ist die Lage? Nun, wenn Navajo nicht herkommt, dann ist die Sache geritzt. Wir werden dann wissen, wer es getan hat. Und ich bin sicher, wir holen ihn ein. Nun los, erst schon. Ich könnte ein Pferd verspeisen. Ich habe keine Lust mehr. Bleibt ihr nur auf und wartet auf den Indianer. Ich gehe schlafen. Geht ins Bett. Wir werden bis morgen früh 10 Uhr auf Navajo warten. Sollte er bis zu dem Zeitpunkt nicht hier sein, holen wir ihn uns. In Ordnung. Ich schlafe im Stehen. Und schau dir jetzt schon an. Komm her. Du, wir gehen ins Bett. Glaubst du, der Indianer wird je auftauchen? Ja, davon bin ich überzeugt. Worüber lachst du, Blackie? Siehst du die beiden? Die halten wie die Falken die Augen offen. Und Zocker, der grinst nur. Ein Zeichen, dass er auch am Ende ist. Und das alles macht dir solchen Spaß? Ja. Über kurz oder lang erfahren wir, wer sich in Unannehmlichkeiten stürzen will. Warte bis morgen. Ich wette 5-1, irgendjemand stirbt noch vor morgen früh. Bill! Bill! Was ist los? Stimmt was nicht? Ich wollte nicht zu Bett gehen, bevor ich mit dir gesprochen habe. Ich mache mir so große Sorgen, Bill. Es ist alles so schrecklich. Aber jetzt fühle ich mich schon wieder viel besser. Du bist ein ängstliches, kleines Mädchen. Woran denkst du? An Nevada. Wir besaßen dort eine Ranch. Dann starben meine Leute und ich ging weg. Siehst du, ich stehe doch ganz allein da. Eine Ranch braucht doch einen Mann. Klar. Gehst du nicht nach Nevada zurück? Ich stelle mir immer vor, wieder zu Hause zu sein in Nevada. Ich werde zurückkehren. Und ich weiß, du wirst es schaffen. Hätte ich eine Chance, eine Ranch zu besitzen. Meinst du das wirklich? Natürlich, Eliane. Ich bin kein Kämpfer. Ich bin ein Farmer. Nun gut, du bist ebenso. Und ich bin froh, dass dir Grausamkeiten nicht liegen. Bill, ich glaube wirklich, dass du ein ernsthafter Mensch bist. Ein netter Junge. Aber so habe ich mir das auch vorgestellt, dass ich einen wie dich finden würde. An sowas hast du gedacht. Bill, würdest du tun, worum ich dich bitte? Sicher, Eliane, alles, was du willst. Würdest du mich hier bei dir schlafen lassen? Du meinst, du willst mit mir schlafen? Ja, genau. Ich möchte bei dir bleiben. Du vergisst, dass du ein hübsches Mädchen bist. Aber du bist doch auch einer der Junge. Ich habe ja nie gedacht, dass ein Mädchen so lieb sein kann. Nun, ich habe einfach das getan, was ich für das Beste hielt. Manchmal bin ich ein richtig schlaues Kind. Das verstehe ich nicht. Lass mich bei dir bleiben. Wenn sie mich in meinem Zimmer finden, dann ist alles vorbei. Du willst mich doch nicht wegschicken. Es wird uns vielleicht Spaß bereiten, Bill. Eliana. Gar nicht schlecht, was? Ich habe eine Flasche Whisky mitgebracht. Nur die Liebe, das allein genügt nicht immer. Wir könnten ja auch durstig werden.
Ja, das stimmt. Das bisweilen zwar nicht ausreichend, Jenny. Ich glaube, ein Mann sollte klug sein. Entweder er entscheidet sich für ein Mädchen oder aber für eine Pulle. Du hast doch keine Angst, oder? Ja, nun komm. Ich will was von deinem Whisky haben. Ich hoffe, es ist nicht zu viel für dich. Ja, ich glaube, ich sollte spielen. Was für Lieder gefallen dir? Spiele, was du am liebsten magst. Was soll's? Ist doch alles dasselbe. Ich habe ein Ohr wie ein Blechnapf. Sag mir jetzt, was für ein Lied du hören willst. Ich spiele es. Du entscheidest. Was immer du willst. Es ist eh das Letzte, was du hören wirst. Es ist schade um dich, aber nicht zu ändern. Sag mir, wessen Idee es war. Wer hat dich geschickt? Es war Kate, nicht wahr? Adios, Mädchen. Adios. Typisch geht. So ein Geizhals. Ach, du bist es, Zocker. Überrascht mich zu sehen? Ein bisschen. Ich hatte nicht erwartet, dass du so früh aufstehst. Ich hatte eine schlechte Nacht. Schlechte Nacht? Was meinst du denn? Nichts. Nur, dass man versucht hat, mich letzte Nacht umzubringen. Und das habe ich nicht so gern. Sie haben versucht, dich zu ermorden? Gestern Nacht? So wie ich es sehe, haben sie versucht, das Mädchen zu kaufen. Arme Jenny, sie hatte keinen Grund, sowas zu tun. Ich weiß, wer dahinter steckt. Tatsächlich? Wie kannst du das wissen? Vielleicht war das Mädchen nur böse auf dich. Jenny hat versucht, mich zu vergiften. Oder glaubst du, dass die Mädchen in der Bar auch Arsenik verkaufen? Sie tun's nicht, du weißt es. Zocker, warum hast du heute Nacht das Mädchen umgebracht? Sie hatte überhaupt nichts mit uns zu tun. Aber falls es deine Art ist, die Mädchen mit der Waffe zu behandeln, ist es besser, ich gehe und warne die anderen. Du solltest dich jetzt schon daran gewöhnen, deine Nächte allein zu verbringen. Das gehört auch dir, nicht, Kate? Du bist aber wirklich geizig. Gehört dir das Geld? Nein. Aber wenn mir einer Geld gibt, dann ist das so, als wenn es mir gehören würde. Weißt du, einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul. Ich habe Pferde immer gern gehabt. Ohne Zweifel, aber der Hengst, den du da striegelst, gehört Blackie. Aber Schätzchen, ich tue es doch nur, weil es mir Spaß macht. Alright, jetzt hör auf zu putzen und lass dir was Neues einfallen. Verstehe ich nicht. Streng dich etwas an. Siehst du, ich habe mir gedacht, du bist der Typ eines Mannes, dem dieses Pferd gehören sollte. Dieses und noch mehr. Es kommt auf dich an. Da drin warten sie auf dich. Wenn du denkst, ich würde Blackie umlegen, hast du dich geirrt. Warte mal. Sicher kannst du das tun, glaubst du nicht? Eine Menge Dinge werden dir gehören. Zum Beispiel ich. Ich hau hier ab, Kate. Sei doch nicht dumm. Lass doch mit dir reden. Ich will nicht sagen, was dir nicht gefällt. Ich will dich zu nichts zwingen. Ich will nur dir gehören. Komm doch, El. Worauf wartest du denn noch, Liebling? Blackie könnte kommen.
könnte sehr leicht passieren. Denn Blackie vertraut dir so, wie man einer Schlange vertraut. Das kannst du mir glauben, mein Freund. Denk darüber nach, ob du mit einer richtigen Frau umgehen kannst. Aber hör auf, mit diesen Pferden herumzuspielen. Kapiert? Wo ist Orl? Auf der Tenne und bürstet die Pferde, der brave Junge. Und du warst auch da drin? Ja, wenn es dir nichts ausmacht. Ich will nicht, dass du meinen Männern auf den Wecker gehst. Nennt man das jetzt so? Nur eine Art Warnung. Bleib von den Jungs weg, bis wir auseinandergehen. Ich hätte nie gedacht, dass es so schön ist. Ja, es war schön. Ja. Etwas möchte ich noch sagen. Was ist es? Ich denke an das Haus, das mein Heim war. Als ich noch ein Kind war. Ich träume, dass ich das Haus noch hätte. Wie nett es wäre, wenn wir gemeinsam darin leben würden. Wie wunderschön das wäre. Meinst du nicht, Bill? Es wäre fabelhaft, Jan. Du weißt, du bist nicht der erste, Bill. Ich hatte auch andere Mädchen. Nicht viele und schön war es nicht. Keine so hübsch wie du. Aber das ist vorbei. Es wird alles anders. Wir beide fangen wieder ganz von vorne an. Oh, es tut mir leid. Ach du, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf uns freue. Ich auch. Nimmt denn dieses grausame Spiel überhaupt kein Ende? Warum hast du so lange gebraucht, um herzukommen? Dieses Mädchen ist verletzt. Ich habe sie gefunden. Sie hat ihr Pferd verloren und war am Verdursten. Deshalb bin ich so spät. Nun geh und wasch dich. Mach dir keine Sorgen. Sie kommt schon durch. Ich will, dass man sie pflegt. Hey du, komm mal her. Bring dieses Mädchen rauf und leg sie ins Bett. Und pass auf sie auf. Komm her, Bill, und hilf mir. Sie wird Wasser und Essen brauchen. Wir werden uns gut um sie kümmern. Sie wird okay sein, wenn sie wieder zu sich kommt. Ich hoffe es sehr. Du hast mein Handgelenk gebrochen, Navajo. Genau, das hatte ich vor. Wo ist der Brunnen? Vorn, Navajo. Willst du nicht lieber einen Whisky? Zuerst will ich Wasser. Sieh an, hast du es endlich geschafft? Wir dachten schon, du hättest dich dünner gemacht. Da ist ein Mädchen. Es kam mit mir. Es geht ihr sehr schlecht. Hilf ihr. Du hast in der Wüste gefunden? Das dauerte hübsch lange, Indianer. Du wusstest doch, warum wir hergekommen sind. Naja, was soll's. Hilfst du ihr? Ja, ich werd's versuchen. Ich werd's dir nie vergessen. Ich bin dein Freund. Hör auf damit. Hör auf, darüber nachzudenken. Ich denk nicht darüber nach, ich grüble nur. Wenn ich dich so ansehe, merke ich, dass du dich rächen willst. Aber wer ist dafür verantwortlich? Kannst du mir das sagen? Ja, das kann ich. Es war der Alte selbst, dieser dreckige Hund. Ich werde es ihm heimzahlen. Du wirst überhaupt nichts tun. Das Einzige, was du erreichen wirst, ist, dass sie dich umlegen werden. So will ich nicht weitermachen. Das ist wenigstens ein Ausweg. Siehst du nicht ein, dass es dafür zu spät ist? Außerdem ist es unnötig. Vergiss es. Ich darf dich nicht hinauslassen, damit man dich umbringt. Sie warten nur auf eine Gelegenheit, dich abzuknallen. Einen Mann, der schon tot ist, den kann man nicht mehr töten. Versprich mir eines. Was? Aber wirklich, wir müssen da durchkommen. Es hilft gar nichts, dass wir uns dagegen stemmen. Wir müssen einfach cleverer sein als die Bande. Und wie macht man das? Aufpassen, vorsichtig sein und du wirst überleben. Wie geht's ihr jetzt? Sie ruht sich aus. Komm rein.
Sie atmet beinahe normal. Wir werden tun, was wir können, ganz bestimmt. Es wird dir besser gehen. Sie wird gesund werden. Ich werde dich bezahlen. Nein, steck das Geld weg. Ich nehme es nicht. Das Einzige, was sie jetzt braucht, ist Ruhe. Ich werde dafür sorgen, dass sie durchschläft. Dann gehe ich. Vielen Dank. Während wir in der Bank waren, warst du draußen am Ende der Straße und hast auf uns gewartet. Stimmt das? Na klar. Und du hast mich nach draußen geschickt, um Wache zu schieben. Aber wie wollen wir wissen, ob es einer von uns war? Wir sahen doch einer wie der andere aus. Du willst also sagen, dass es so aussieht, als sei ich derjenige, der das Geld genommen hat. So ist es doch, Jones. Ich wette, dass mich keiner beschuldigen wird. Aber du, Jones, wo warst du denn? Du weißt, ich war in der Bank. Du aber nicht. Da waren Zocker, Navajo, Charlie, wir alle. Könnt ihr beschwören, dass nicht jemand während der Schießerei rausging? Kommt, Jungs, packt aus. Du weißt, Hank kam mit mir heraus, um mit mir zu sprechen. Er erzählte mir, er habe jemanden aus der Tür rennen sehen und ich sollte mich um ihn kümmern. Der Bankmann versuchte wegzurennen und ich habe ihn umgelegt. Interessiert es dich nicht, was ich hier erzähle? Ich spare meinen Atem auf, bis ich was zu sagen habe. Also Jungs, wie war das nun wirklich? Denn es gibt noch eine Möglichkeit. Wer das Geld genommen hat, ist ein schlauer Fuchs. Er hat nachgedacht, wie alles in Ordnung bringt, so wie es unter Gentlemen üblich ist. Er könnte uns das Geld zurückgeben und dadurch am Leben bleiben. Ah, ist eine verrückte Idee. Verrückt oder nicht, wir müssen es versuchen. Na gut. Trotzdem ist nur verlorene Zeit ist, da sich unter uns kein Gentleman befindet. Ihr habt alle gehört, was Zocker gesagt hat. Wenn derjenige, der das Geld genommen hat, es zugeben will und es uns zurückgibt, werden wir mit dem Verteilen beginnen. Als wäre nichts geschehen. Keinen Krach machen und ihn nicht dafür umlegen. Ihr habt mein Wort darauf. Ich warte. Legt los. Nun, was ist denn, Jones? Ja. Also, du sagtest, niemand würde etwas geschehen. So ist es doch. Oder irre ich mich? Gut, Jones. Und sag uns, wo du das Geld versteckt hast. Jones, sag, wo es ist. Los, mach das Maul auf! Ich weiß von nichts. Ich habe es nicht. Aber der Indianer hat uns Dollars unter die Nase gerieben. Frag ihn doch. Wenn er nicht zum Revolver gegriffen hätte, würde überhaupt nichts passiert sein. Schade, dass wir ihn verloren haben. Glaubst du das wirklich? Ich sagte, es passt genau ins Programm. Auf diese Weise brauchen wir nicht mit ihm zu teilen. Tote sammeln kein Geld ein. Eines Tages bringe ich dich um. Ja, vergiss es nicht, aber ich habe auch noch ein Wort mitzureden. Du solltest nicht die Nerven verlieren, Blackie. Was meinst du damit? Du sollst es nicht erlauben, dass die Jungs dich in diesem Zustand sehen. Du siehst ganz rot und ärgerlich aus. Das ist nicht gut. Was sollen wir tun? Jones sagte, dass Navajo plötzlich reich wie ein Krösus ist. Hier, das ist alles. Und ich habe es Dollar für Dollar verdient. Mein Leben lang. Und ich wollte es nicht ausgeben. Du hast eine ganze Menge davon. Ja, ich weiß es. Und versuch nicht, es mir wegzunehmen. Ich kann sehr gefährlich werden, wenn man mich ärgert. Ich würde gerne wissen, wie viel du hast. Etwa 1000. Und es gehört mir allein.
Aber du kannst mich nicht beschuldigen. Du hast dir einen Sattel gekauft, kostet er weniger. Wie ich mein Geld ausgebe, geht dich ein Scheißdreck an. Dann kannst du auch keine Antwort von mir erwarten. Gebt endlich Frieden. Keiner ist schon deshalb schuldig, nur weil er ein paar lausige Dollar in den Taschen hat. Ja, aber wissen wir, ob er nicht den Rest des Geldes versteckt hat? Es ergäbe überhaupt keinen Sinn, so viel Geld bei sich zu haben, wenn er nicht ganz unschuldig wäre. Danke dir, Zocker. Hört mal, es kommt mir merkwürdig vor, dass ihr einen Angestellten verfolgt habt und das gerade mitten im Überfall. Warum? Stell dir vor, er wäre hinausgerannt und hätte um Hilfe geschrien. Wir hatten doch beschlossen, dass keiner von der Bank überleben soll. Es wäre doch dumm gewesen, wenn ich hinausgeschlichen wäre, um euch zu berauben. Um es dann Old zu erzählen? Na, vielleicht hattest du genau das vor. Es wäre kein schlechtes Alibi gewesen. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Hat dich jemand gesehen, als du dem Angestellten nachliefst? Rannte ich dann raus, um eine Show abzuziehen? Hat mich denn niemand von euch gesehen? Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe nichts gegen dich persönlich, aber ich wusste nicht, dass ich dich überwachen sollte. Also fragen wir ihn, ob er was gesehen hat. Wir hocken ja alle im selben Boot. Hast du ihn gesehen, Arvallo? Nein. Keiner hat dich gesehen. Na, das ist ja eine schöne Kameradschaft. So lernt man dich kennen. Dafür habe ich mein Leben riskiert, um dich zu schützen? Fang nur nicht wieder mit dieser Dankbarkeitsaria an. Was erlaubst du dir eigentlich, du kleiner Straßenköter, du? Ruhe jetzt! Hört auf, ihr beiden. Wir haben jetzt genug davon. Ihr könnt später weiter diskutieren. Keine Sorge, ich bin ganz sicher, dass wir herausfinden, wer der Schuldige ist und wer nicht. Ihr dürft eines nicht vergessen. Ich war es, der die Idee vom Überfall hatte. Ich habe alles organisiert. Es war alles mein Plan. Also nach meiner Erfahrung scheidest du nicht aus. Es war nämlich so, dass du uns brauchtest. Ohne uns hättest du überhaupt nichts anstellen können. Zocker hat recht. Warum soll man Blackie verdächtigen? Es kann jeder von uns gewesen sein. Wo sind die anderen? Die anderen? Der Kleine und der Fettsack haben sich wohl schlafen gelegt. Hank, sieh nach, wo sie stecken. Wäre es nicht besser, wenn ihr das einer Frau überlassen würdet? Von mir aus geh. Wenn der Junge nicht jedes Mal in die Hose scheißen würde, dann könnte man annehmen, er würde dich verführen. Aber die Gefahr besteht bei dir ja wohl nicht. Wie du meinst. Hey, Kleiner, warum machst du dir solche Sorgen? Ich bin Streit und Brutalität nicht gewöhnt. Ich habe nichts dafür übrig. Sicher, das weiß ich. Aber du hast doch sicher keine Angst, wenn du weißt, dass ein Mädchen bei dir ist, das dich gern hat und ich hab dich gern. Du hast so schöne, feine und zugleich männliche Hände. Macht dir das was aus, wenn ich das sage? Immer tust du was mit diesen Händen und ich denke immer nur an eines. Ich frage mich, wie es sein würde, wenn du mich berührst. Die haben für nichts getötet. Komm, Bill, was gehen die uns an? Du weißt, es wird alles gut werden. Denk dran, ich kann dich reich machen. Komm, gib mir jetzt einen Kuss. Du wirst es schon noch lernen, Bill. Es war Ihre Schuld, ehrlich. Aha, das weiß ich bereits. Kate kennt nicht viel von deiner Sorte. Aber pass nur auf, dass die anderen nichts bemerken, bevor du gelernt hast, mit der Waffe umzugehen. Bill, deine Hände sind sehr kräftig. Ich wette, du wirst großartig schießen können. Ich werde es dir beibringen. In einigen Tagen wirst du es können. Oh, Angst vor der Puste. Nase los. Ja, dann komm. Ja, ich versteh's ja. Du weißt, ich war Colonel bei der Artillerie vor einigen Jahren während des Krieges. Da hatte ich die Nase voll vom Pulverdampf. Ich war genauso wie du. Also komm los, versuch's nochmal. Ich kann nicht. Du sollst es versuchen. Und reiß dich zusammen. Das erste Mal ist immer schwer, aber ein paar Minuten, dann wird's dir gefallen. Ein paar Tagen, na, da geht's schon ganz prima. Also komm. Ich möchte wirklich nicht. Bitte, Sir. Du bist ja schlimmer, als ich dachte.
Es ist allerhand, dass du dich weigerst, es zu versuchen. Komm schon, du Feigling. Du weißt genau, dass ich nur deine dreckige Haut retten will. Du nimmst jetzt die Revolver und versuchst es. Ja, Bill. Du zitterst jetzt schon nicht mehr so wie vorher. Aber du musst dich zusammenreißen. Du bleibst jetzt da stehen. Bis ich's dir sage. Ich möchte, dass du da stehen bleibst, bis ich mein Lied gesungen habe. Noche mala, noche buena. Wenn dieser kleine Hammer hier aufschlägt, verlässt die Kugel den Lauf. Und wenn irgendjemand im Wege steht, gibt's Ärger. Ich hoffe, das ist klar. Hm? Nicht schlecht. Und soll ich dir sagen, warum? Weil du jetzt weißt, dass dieses kleine Stück Metall anstellen kann. Das ist die richtige Erziehung für einen Jungen. Gebrauch diese Lehre, wenn du es ernst meinst. Denn eines Tages wirst du Blutsaffen. Los, die Gäste werden hungrig sein. Sehen, was zu essen haben wollen. Darf ich fragen, warum Sie das alles tun? Bill, vielleicht, weil ich nicht gerne zuschaue, wie du oder sonst einer abgeknallt wird. Nein, nein. Ich glaube nicht, dass dies der wahre Grund ist. Und wenn es nicht so ist, was stört dich eigentlich daran? Nein, nein, nichts, nichts, überhaupt nichts. Ich hätte besser gar nicht erst fragen sollen. Natürlich hast du ein Recht zu fragen. Es ist nur so, dass gewisse Fragen gefährlich sein können. Bill, ich glaube, es ist besser, wenn ich es dir sage. Die Bande vermisst einen Mann. Sein Name war Vincent. Jetzt ist er tot. Und ich möchte dich nicht ebenso ermordet sehen wie diesen Mann. Und was noch dazu kommt, ich tue es gern. Du denkst, ich könnte gar nichts leisten. Du irrst dich, Billy. Und jetzt raus, der Unterricht ist beendet. Wie geht's ihr? Sie schläft immer noch, aber das Fieber ist weg. Sie hat eine ganz normale Temperatur. Sie wird bald zu sich kommen. Sie wird ihre Augen wieder öffnen. Ich fühle es. Sieh mal einer an. Unsere kleine Kate. Nun, meine Süße, was machst du denn hier? Das ist doch nicht dein Zimmer. Lass mich. Hau doch ab. Was wollt ihr denn hier? Hilf mir, Bill. Bleib dort stehen, Bill, oder ich leg dich um. Langsam, Hank. Ich werde sonst Blackie rufen und ihm sagen, dass du mich vergewaltigen wolltest. Und ich werde ihm erzählen, dass ich hier hereingekommen bin, als du dich anschicktest, zu unserem Freund ins Bett zu steigen. Hey, da schau mal an. Du bist wirklich raffiniert. Immerhin, ich hab dich gern. Ich wusste nicht, was es bedeuten würde, dich so nah zu haben. Oh, du weißt wirklich, was einer Frau gut tut. Komm, küss mich. Kate.
Das Zimmer von Henk ist am Ende des Korridors. Los, bring ihn rüber. Wirf ihn dir über die Schulter und sei möglichst leise. Und pass auf, dass Zocker dich nicht entdeckt. Ich gebe dir Deckung. Morgen werden die anderen ihn finden. Sie werden denken, dass es ein Unfall war und keiner wird auf die Idee kommen, dass wir es waren. Schau dir diesen Burschen an. Das langt, Fettsau. Arbeiten kannst du. Gut so. Los, fass mit an. Er bekommt eine bessere Behandlung, als sie deiner lieben kleinen Frau zuteil wurde. Was, Dicker? Du! Nein, lass ihn, William! Idiot! Mach, dass du ins Haus kommst! Jetzt wirst du für uns kochen! Du hast ihn umgebracht! Kaltblütig, feiglich, feiglich! Oder von Blackie. Er sagt, ich sei ein Feigling. Lass ihn gehen, Ol. Wir brauchen ihn. Benimm dich nicht wie ein Idiot. Blackie, weißt du, dass deine Rothaut ein Glückspilz ist? Schau dir einmal das kleine Entlein an, das er in der Wüste aufgelesen hat. Ich sag dir, das hat sich wirklich gelohnt. Pass nur auf deine Hände auf. Wenn du sie anfasst, skalpiere ich dich. Nicht so schnell, ich hab doch nur gescherzt. Sie ist doch ein hübsches Mädchen. Und das Geld, was du hast, das sollte doch eigentlich ein paar Jahre für euch beide reichen, mein Bester. Dass du hier rankommst, wenn dein Pferd wird. Das Geld, wo ist es? Ah.
So, wirst du jetzt reden. Wo ist es? Ach so, du sagst nichts, du weißt von nichts. Dafür bin ich aber nicht zu haben. Natürlich wäre es möglich, dass ich mich irre. Aber ich glaube es nicht. Außerdem brauche ich ein Mädchen. Deines würde mir gefallen. Vielleicht kannst du mir sagen, wo ich sie finde. Du bekommst sie zurück. Dann mach mit ihr, was du willst. Ich habe dir nichts zu sagen. Wie du willst. Es geht um dein Mädchen, Rothaut. Ich werde dich zum Reden zwingen. Ich glaube, mit dem Rest wirst du alleine fertig. Pass auf, er kommt. Oh, Max, schon, komm. Beruhige dich, du Wildkatze. Komm. Lass komm. Mich. Oh. Nein. Oh. So, das war der erste Streich. Doch wenn du sprichst, dann sind wir quitt. Es gibt nichts zu sagen. Ich hätte das Geld vorgezogen. Nein! Schieß! Nun, Bill, das war nicht übel, aber du musst noch schneller am Abzug sein. Schieß! Das war schon besser, mein Junge. Nun kannst du wenigstens selber auf dich aufpassen. Na, es wird schon werden. Ich töte dich, wenn du darüber redest. Keiner weiß davon. Ich möchte es nicht. Ich werde nichts sagen. Aber ein guter Arzt könnte Ihnen bestimmt helfen. Ach, Blödsinn. Dazu ist es zu spät. Ich glaube, es wird alles bald vorbei sein. So oder so. Es gibt keinen Ausweg. Nicht mal die heiße Sonne Mexikos kann mich da rausreißen. Ich bin ein Deserteur. Ich habe keinen Ort, wo ich hin kann. Aber Sie müssen doch irgendwas für sich tun. Hör zu, Bill. Manchmal weiß man, dass man sterben muss. Und wann? Meine Zeit ist abgelaufen. Tja, so ist es nun mal. Da ist noch etwas, was ich dir erzählen möchte. Bevor ich sterbe. Ich höre. Du erinnerst dich, dass du einmal sagtest, es müsste einen Grund geben, warum ich dir Schießen beigebracht habe. Ja, es gibt einen. Ich möchte, dass du ihn erfährst. Also, weshalb? Ich nannte dir einmal Vincent. Er war nicht so schlecht. Jedenfalls nicht schlechter als die anderen von der Bande. Er war mein Bruder. Er war verwundet und der Sheriff ließ ihn aufhängen. Es war Mord. Einer von der Bande hat ihn angeschossen. Das, um was ich dich bitten möchte, ist nicht ganz einfach. Bill, ich möchte, dass du meinen Bruder begräbst. Das nötige Geld wirst du erhalten. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Wirst du es tun? Ja. Ich werde es übernehmen, Zucker, ja. Aber wir werden es gemeinsam tun. Du kannst dich aufrappeln. Du wirst sehen. Es ist nicht nur, weil ich krank bin. Du weißt, ich habe oft genug in den Tod gepokert. Es ist hoffnungslos. Lass es gut sein. Es gibt noch etwas. Nimm dich vor Blackie in Acht. Ein lebender Zeuge ist für ihn sehr gefährlich. Du musst auf dich aufpassen. Nimm es nicht auf die leichte Schulter, Bill. Oh.
jetzt brauchen wir nicht mehr mit ihm zu teilen. Ich möchte sagen, du hast uns einen Gefallen getan. Wo hast du den Rest gelassen? In der Wüste. Die Schakale und Kojoten werden glücklich sein, ihn dort zu treffen. Tja, Blackie, jetzt bleiben nur noch Kate, Navajo, du und ich. Einer von uns muss derjenige sein. Ja, das stimmt. Darum lasst uns noch einmal alles überdenken. Also, wie war das? Wir sind in der Lage, einen gewissen Augenblick jenes Tages zu rekonstruieren. Interessiert dich das? Welchen Augenblick? Ja, leg los. Sag uns, was du weißt. Erinnerst du dich, wie wir rannten? Und sie waren dabei, uns einzuholen. Ja, wir wurden in die Enge gedrängt. Ich hatte Angst, sie würden schießen. Und in dem Augenblick fielen auch schon zwei Schüsse. Ich wusste nicht, worum es ging. Ich war schon zu weit voraus. Ich war vor Blackie. Es scheint, dass Al etwas zurückgeblieben war. Ach, sag mal, du weißt nicht zufällig, wo Vincent war, hä? An meiner Seite, armer Vincent. Ich weiß noch genau, als er getroffen wurde. Blackie, hilf mir! Blackie! 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 Das ist gut, Blackie. Du erinnerst dich an alles, glaube ich. Navajo ist getürmt. Also, dann ist er derjenige, der das Geld nahm. Bleib, wo du bist, Blackie. Und mach keine falsche Bewegung. Ganz gleich, wer es genommen hat. Dass Vince aufgehängt wurde, hat einen ganz anderen Grund. Du bist nicht mehr bei Verstand. Ich schwöre dir, ich werde dich töten. Eliana, lauf und finde heraus, wer das Indianermädchen ist. Ja. Navajo hat das Einzige getan, was jetzt noch Sinn hat. Meinst du, er hat das Geld? Nein, weil er entschlossen ist, sich nicht töten zu lassen. Es ist keiner mehr da. Danke, Eliane. Geht alle aus dem Weg. Es könnte ein Schuss daneben gehen. Siehst du, Blackie? Navajo fand ein Mädchen, das ihn liebte. Und das ist genau das, was du nie gehabt hast. Er wollte sie beschützen. Er war gar nicht so scharf auf das Geld. Er wollte einfach leben. Ich weiß das, aber du bist ja auch nicht davon gelaufen. Ich werde nicht eher gehen, bis ich hier mein Geschäft abgeschlossen habe. Und wenn ihr nichts dagegen habt, können wir jetzt unsere Diskussion fortsetzen. Lass dich nicht aufhalten. Wir wollen ja alle wissen, wo das Geld geblieben ist. Mit Vergnügen. Spar dir deine Ironie. Ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendeiner von uns direkt unter unserer Nase die Säcke stehlen konnte. Das ist reiner Irrsinn. Ich kann das einfach nicht glauben. Du vergisst, wie wir angezogen waren, Kate. Unter den Roben hätte jeder von uns 20 Geldsäcke verstecken können. Eine logische Schlussfolgerung, aber falsch. Du bist mit uns geritten. Hätte einer von uns die Säcke gehabt, wäre aufgefallen. Da bin ich anderer Meinung. Wir verteilten uns, wie du weißt. Das war genau der Zeitpunkt, wo derjenige, der die Säcke hatte, sie verstecken konnte. So einfach war das. Nicht schlecht. Aber ich dachte, du würdest jetzt endlich anfangen zu erzählen, wo das Geld geblieben ist. Nein, dazu weiß ich noch nicht alles. Aber das kommt schon noch, mein Schatz. Lass mich weiter berichten. Als die Verfolger uns fast eingekreist hatten, da hast du plötzlich geschrien, dass wir alle auseinandergehen sollten. Hey! Hey, Leute, wir müssen uns trennen! Ich drehte mich um und sah, dass Vincent getroffen war. Aber die Sache war nicht ganz astrein. Verstehe ich nicht. Wieso? Wir müssen sie beschäftigen, sonst kriegen sie uns. Ja, aber wie? Wenn die Verfolger ihn angeschossen hätten, wie war es da möglich, dass er Blut auf seiner Brust hatte? Also folglich muss es einer von unseren Leuten gewesen sein. Und du bist sicher, dass er einen Blutfleck auf der Brust hatte? Ja. Was meinst du? Wer könnte Vince getötet haben? Du, Blackie. Ich habe gesehen, wie du es getan hast. Du hast deinen besten Freund gekillt.
Selbst wenn es so ist, lasst euch daran erinnern, dass ich es nur tat, um euch alle zu retten. Du stinkst, du machst mich krank. Du bist ein elender Mörder. Ich kann es nicht rückgängig machen. Geschehen ist geschehen. Mir blieb kein anderer Weg. Außerdem ist es unwichtig. Für mich ist es sehr wichtig, Blackie. Weißt du, Vincent war mein Bruder. Dein Bruder? Ja. Und dafür lege ich dich jetzt um, verstehst du? Es ist besser, du bereitest dich jetzt auf deinen Tod vor, Blackie. Runter mit dem Gürtel. Du wirst den Sattel sowieso nicht mehr brauchen. Kate, hilf mir! Du warst es und mir hast du nichts davon gesagt. Du hättest mich sitzen lassen ohne einen Cent. Und nach all dem, was ich für dich getan habe, in all diesen Jahren, ich hätte es wissen müssen, du dreckiges Stinktier. Du wolltest uns alle reinlegen. Uns alle. Du Schwein, du Verfluchtes. Oh. 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 Ich muss dir noch was sagen, Blackie. Ich wurde von der Bank bezahlt, um euch alle umzulegen. Sie wollten das Geld zurück. Ich wollte meine Rache. Jetzt gehen beide Rechnungen auf. Er kommt schon heraus. Das Spiel ist vorbei. Die Show ist zu Ende. Ja, schaut sie euch an. Sie ist auf dem Wege zum Teufel. Nun kommt schon. Ihr sollt keine Angst vor den Toten haben. Iliana, komm her. Ich mach dich zu meiner Erbin. Bill, du kannst dir sagen, dass meine Zeit binnen kurzem abgelaufen ist. Es ist wahr, er ist krank. Aber es gibt nichts, das die Zeit nicht heilt. Ja, ich weiß, was ich sage, Iliana. Es macht mir nichts aus. Wir müssen alle mal sterben. Nur ich dachte, es bliebe mir noch ein bisschen Spaß vergönnt. Du gehst unbeschädigt zurück, Iliana. Nein. Warum sagst du nein? Du brauchst es nicht umsonst machen. Nein, nein. Wie gesagt,
Ich will mich nur noch etwas amüsieren. Wir wissen beide, dass ich bald sterben muss. Also glaubst du auch, dass es in Ordnung geht, oder? In Louisiana verlangt ein Verurteilter immer zwei Dinge. Ein Mädchen wie dich und eine Flasche Whisky. Das ist deine Erbschaft. Na, was hältst du davon? Na, komm her. Na, nimm es. Es ist kein gestohlenes Geld. Was ist denn los, Eliana? Willst du es nicht nehmen? Nein. Eliana ist nicht käuflich. Will, das geht dir nichts an. Trotzdem sie ein wertvoller kleiner Besitz ist. Sie ist nicht deine Frau. Außerdem tue ich das, was mir passt. Deine Meinung ist mir egal. Nein, das darfst du nicht. Bitte, lass sie laufen. Tut mir leid, Eliana. Geh hinauf und warte auf mich. Geh hinauf! Du willst mich aufhalten, ne? Ja. Aber das kannst du nicht. Ich lasse es nicht zu. Du hast gerade gelernt, mit der Waffe umzugehen. Aber gegen mich kommst du nicht an, mein Freund. Versuch's doch. Leg mich um, wenn du meinst, dass du mich töten kannst. Bitte entschuldige. Aber ein Mädchen lasse ich ungern warten. Schau her, ich habe einen Revolver! Na und? Wenn schon. Du hast ja nicht mal den Mut, auf ein Kaninchen zu schießen. Zucker! Ich wollte nicht schießen. Ich tat es nur, um sie zu beschützen. Ja, und ich habe dich dazu angestiftet. Ich wollte es so, Bill. Weil ich hatte nicht den Mut, selber Schluss zu machen. Du warst am Hinaufgehen und ich weiß nicht wie. Ich hab abgezogen. Zocker, ich wollte nicht. Ich tat es nur, um sie zu beschützen, Zocker. Du kannst es mir glauben, wirklich. Du denkst, das wusste ich nicht, ne? Jetzt hör zu, was ich dir zu sagen habe. Dann nimm dir das Geld. Es gehört dir. Ich will kein Geld. Ich würde es nie annehmen. Falls es dir besser geht, wirst du es brauchen. Das Geld, das ihr aus der Bank gestohlen habt, ist nichts wert. Sie haben die ganze Serie für ungültig erklären lassen, kurz vor dem Überfall. Es ist wertlos. Ich muss dir was sagen, Zocker. Hör zu. Ich war Angestellter bei der Bank. Ich stellte euch nach, weil die Bank keine Belohnung zahlen wollte. Aber das Geld ist trotzdem nichts wert. Bill, du bist ein schlimmer Kerl, nicht wahr? Stell dir vor, was Becky sagen, wenn er wüsste, dass alle Mühe umsonst war. Zu, Bill. Du musst mir einen Gefallen tun, wenn du in die Stadt zurückkommst. Ja, gewiss. Alles, was du wünschst. Sag den Leuten, wie es war. Und sag ihnen, dass ich ihre Belohnung verdient habe. Sag ihnen, dass ich... Sag, ich habe mein Wort gehalten. Blackie hat für alles bezahlt, was er getan hat. Und vergiss das nicht mit dem Begräbnis. Du hast es versprochen. Du hast es geschworen.
Komm, lass uns von hier fortgehen. Es wird ein langer Weg nach Nevada. Ja, aber ich muss vorher noch eine Schuld an Zocker zurückzahlen. Eliana, du hast es doch gehört. Du musst etwas Geduld haben. Ich habe es ihm versprochen. Seine Mutter braucht das Geld jetzt. Eliana, in 2 Wochen werden wir in Nevada sein. Ich verspreche es dir, Liebling. Yeah.